Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 80, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gerade nach dem Anschlag in Oslo. Hessen zeigt Flagge für Respekt, Vielfalt und eine freie Gesellschaft. Drucksache 8821 in der 20. Legislaturperiode. Und gemeinsam damit wird aufgerufen, der Antrag der Linken, Diskriminierung und Gefährdung querer Geflüchteter beenden. Das ist 8686 aus der 20. Legislaturperiode. Wie immer, 5 Minuten. 5 Minuten. Kollege Martin, Sie dürfen Ihre Aktuelle Stunde begründen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Nacht zum 25. Juni, also an dem Tag, an dem die 40. Oslo Pride hätte beginnen sollen, gab es Schüsse vor dem größten norwegischen LGBTI-Club. In dieser Nacht kamen 2 Menschen zu Tode, 21 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Hessische Landtag ist heute in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir sprechen ihnen unser Beileid und unser Mitgefühl aus. Der Tatverdächtige von Oslo hatte offenbar gezielt einen Ort ausgewählt, an dem sich lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und Interpersonen sicher fühlen. Sein Motiv war offenbar Hass. Ein Hass, aus dem Mord wurde. Wir lassen uns davon aber keine Angst machen. Wir lassen uns als Demokratinnen so ein Ereignis nicht zum Anlass nehmen, um den Hass bloß auf andere Gruppen zu verteilen. Wir nutzen ein solches Ereignis, um den Hass aus unseren Köpfen zu verbannen. Denn Liebe ist stärker als Hass und Liebe, die ist bunt. In den letzten Monaten häufen sich leider auch Angriffe gegen queere Menschen bei uns in Hessen, maßgeblich in Frankfurt. Menschen werden Opfer von Gewalt, nicht weil sie jemanden angegriffen oder beleidigt hätten, sondern einfach nur, weil sie sind, wer sie sind. Unsere Sicherheitsbehörden müssen sensibel auf solche Angriffe reagieren. Ich bin deshalb dankbar, dass die Frankfurter Polizei darauf mit einem verstärkten Präsenz- und Schutzkonzept reagiert. Dazu gehört beispielsweise eine höhere Polizeipräsenz und zusätzliche Zivilkräfte. Es sei völlig inakzeptabel, dass sich Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Identität oder ihres Erscheinungsbildes in bestimmten Straßen nicht mehr sicher fühlen. Und man setze mit diesem Konzept, so die Frankfurter Polizei, ein klares Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Respekt in der Main-Metropole. Ich bedanke mich für diese ergriffenen Maßnahmen. Neben den Stimmen, die mehr Polizeipräsenz fordern, gibt es aber auch solche Stimmen, die von Misstrauen seitens Teilen der Community gegenüber der Polizei berichten. Deshalb ist der Austausch so unerlässlich. Die Ansprechpersonen LSBTIQ in den Polizeipräsidien können hierfür eine wichtige Scharnierfunktion wahrnehmen. Ebenso relevant ist die Ankündigung, dass die ergriffenen Maßnahmen regelmäßig neu bewertet und im Bedarfsfall angepasst werden. Klar ist aber auch, langfristig reicht es nicht aus, bloß einzelne Taten in den Blick zu nehmen. Wir müssen früher ansetzen und menschenfeindliche Gedanken in den Blick nehmen. Deshalb halte ich es für klug, dass sich die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung auch Gedanken darüber macht, welche mittel- und langfristigen Maßnahmen ergriffen werden sollten. Und ebenso wichtig ist es, dass das Land aktiv ist für ein selbstbestimmtes, für ein unbeschwertes und diskriminierungsfreies Leben aller Menschen. Mit unserem Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt haben wir das Engagement für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf eine solide finanzielle Basis gestellt. Wir haben zahlreiche Verbände unterstützt, die Vielfalt leben und sichtbar machen. Erstmals stehen für diese wichtige Arbeit in diesem Jahr über 1 Million Euro bereit. Aber wir müssen auch darüber hinausdenken und weiterdenken. Deshalb wird der Aktionsplan aktuell evaluiert, gemeinsam mit der Community fortgeschrieben und im Herbst bekommen wir dann den Aktionsplan 2.0. Außerdem ist Hessen Vorreiter mit der Stabsstelle Antidiskriminierung und den regionalen Netzwerken gegen Diskriminierung. Und ich bin froh und dankbar, dass auch der Bund endlich daran arbeitet, die gesetzliche Diskriminierung, beispielsweise von Transpersonen, endlich zu beenden und durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen.
Und auch in Hessen gibt es nach wie vor Herausforderungen, denen wir uns neu annehmen, und Probleme, die wir neu erkennen. Wir arbeiten derzeit an der Schaffung eines Konzeptes für queere Jugendliche im ländlichen Raum. Und als jemand, der weiß, wie es ist, ein solcher zu sein, kann ich Ihnen sagen, oft ist es ziemlich gut und viel besser, als man denken würde. Aber manchmal, da fühlt man sich auch hilflos und irgendwie allein, so als wäre man die einzige Person, die irgendwie anders ist. Dem ist nicht so, und genau das werden wir mit unserem Konzept sichtbar machen. Am Wochenende findet der größte hessische CSD, der CSD in Frankfurt, statt. Wir unterstützen diejenigen, die für Respekt, für Vielfalt und für eine freie Gesellschaft auf die Straße gehen. Gemeinsam machen wir deutlich, Intoleranz, Ausgrenzung, Diskriminierung, all das darf in Hessen keinen Platz haben. Und gerade nach dem schrecklichen Anschlag in Oslo, gerade nach den Angriffen in Frankfurt, zeigen wir Flagge für Respekt, für Vielfalt und für eine freie Gesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Für die antragstellende Fraktion Die Linke, die Fraktionsvorsitzende Frau Kuhler. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 25. Juni wurde ein mutmaßlich islamistischer Anschlag in Oslo verübt. Er richtete sich primär gegen den größten queeren Nachtclub Norwegens, das London Pub. Dort schoss der Täter um 1 Uhr morgens in die Menschenmenge. 2 Menschen wurden getötet und 21 weitere verletzt, 10 davon schwer. Unsere tiefste Anteilnahme gilt den Opfern und deren Angehörigen. Wir wünschen den Verletzten schnelle und vollständige Genesung. Queerfeindliche Gewalt und Anschläge haben vor allen Dingen ein Ziel: queere Menschen einzuschüchtern, sie in die Privatheit und Isolation zu drängen und Angst zu verbreiten. Ich bin aber stolz, sagen zu können, dass wir, queere Menschen, uns trotz Jahrzehnte von Gewalt, teilweise auch staatlicher Gewalt, nicht haben einschüchtern lassen. Im Gegenteil, die queere Szene ist so global so gut vernetzt und lebendig wie nie. Und sie wird weiter wachsen, bunter werden, sich verändern, neue Gesichter haben. Aber vor allen Dingen ist sie kämpferisch und politisch, auch wenn es rechten und religiösen Fundamentalisten nicht gefällt. Wir werden uns nicht verstecken oder mundtot machen lassen. Auch wenn wir wissen, dass in Oslo, das hätte eigentlich auch ich sein können, gilt jetzt erst recht Flagge zeigen, für die eigenen Rechte zu kämpfen, denn Stonewall was a riot. Queerfeindliche Übergriffe und Gewalt sind aber leider auch in Deutschland und in Hessen für viele alltäglich. Allein in den letzten Wochen wurden Angriffe auf queere Menschen in Frankfurt, Marburg und in Kassel bekannt. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher sein. Der Fall in Kassel ist besonders erschreckend, weil dort die Opfer die Polizei gerufen haben, die Beamten dann aber statt die Peiniger in Handschellen gelegt haben. Dazu ist dann später in der Documenta-Debatte noch einmal zu sprechen. Gewalt gegen queere Menschen muss endlich ernster genommen werden, auch in Hessen. Appelle und Sonntagsreden reichen da nicht aus. Es braucht ein Zusammenrücken der Zivilgesellschaft, eine Kultur des Hin- statt Wegschauens und eine konsequente Zurückweisung von queerfeindlichen Aussagen und Gedanken im Alltag, an der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Verein und innerhalb des eigenen Familien- und Freundeskreises. Aber auch politisch muss sich etwas tun. Teile der Landesregierung schmücken sich zwar gern mit Regenbogenfahnen, aber es muss noch mehr kommen als Symbolik. Wir als Linksfraktion haben heute einen Antrag zur Aktuellen Stunde eingebracht, der die beschämende Situation queerer Geflüchteter auch in Hessen thematisiert. Im April machte der Lesben- und Schwulenverband per Pressemitteilung auf eine Abschiebung eines schwulen Geflüchteten aufmerksam, dem nun im Verfolgerstaat die Todesstrafe droht. Nicht nur das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, auch viele Verwaltungsgerichte halten an der These fest, dass die Geheimhaltung der eigenen Sexualität und demnach das Leben in einem Staat, der diese Sexualität mit dem Tode bestraft, zumutbar sei. Dies widerspricht dem Recht auf Selbstbestimmung und auf Bekenntnis zur sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Wir fordern die Landesregierung auf, sich endlich für den Schutz queerer Geflüchteter einzusetzen, Beratungsstellen zu schaffen und endlich diese unwürdige Abschiebepraxis zu beenden, meine Damen und Herren.
Aber auch an anderer Stelle kann die Landesregierung noch viel mehr tun, um queere Menschen zu unterstützen. Ein erster guter Schritt wäre, die Maßnahmen aus dem Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt auch wirklich umzusetzen. Als Beispiel will ich hier nur den Bücherkoffer mit Material zu Regenbogenfamilien für Kitas ansprechen. Der ist in Rheinland-Pfalz schon lange Realität. Hier in Hessen landet er in den Schubladen des Sozialministeriums. Zum Schutz queerer Menschen muss sich auch die hessische Polizei verändern. Der rechte Sumpf muss endlich trockengelegt werden und die Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen aufgewertet werden. Das ist nämlich hauptsächlich das eine ehrenamtliche Arbeit und kein Hauptamt. Es braucht verpflichtende Fortbildungen für Akzeptanz und Vielfalt für Landesbeschäftigte in der Arbeitszeit, insbesondere Lehrkräfte und Ansprechpersonen für queere Menschen bei der Staatsanwaltschaft, wie beispielsweise in Berlin oder Leipzig. Es gibt also noch viel zu tun für die Landesregierung, keine Zeit für Selbstbeweihräucherung. Aber als Erstes sehen wir uns hoffentlich fast alle am Samstag in Frankfurt auf dem CSD und setzen ein starkes Zeichen. Wir lassen uns nicht einschüchtern von Hass und Gewalt, egal von wem. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Für die SPD-Fraktion ist nunmehr Kollege Florian Schneider auf dem Wege zum Pult. Und das Mikro ist geschaltet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Anschlag vom 25. Juni in Oslo haben wir eine weitere queerfeindliche, motivierte Gewalttat erlebt, die kaum widerwärtiger sein könnte. Zwei Menschen starben, viele weitere wurden schwer verletzt, und nur das, weil sie sind, wie sie sind. Aber Verbrechen wie diese sind nicht alleinstehend. Bevor sich der Hass auf queere Menschen in einem so brutalen und gewalttätigen Verbrechen entlädt, gehen oft viele kleine Diskriminierungen und Gewalttaten voraus. Um denen aber entgegenwirken zu können, braucht es Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit, die in der Schule beginnen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann kann es eben nicht sein, dass das Thema der vielseitigen und sexuellen Orientierung ein reines Randthema in der Sexualkunde ist. Das Projekt Schlau ist zwar toll, aber wir dürfen die Arbeit nicht auf Ehrenamtlichen austragen. Im Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt steht geschrieben, fächerübergreifende Sensibilisierung von LSBTIQ-Themen. Ja, was heißt denn das? Sicherlich nicht, dass das Thema ein- oder maximal zweimal in der kompletten Schullaufbahn behandelt wird. Es gehört verdammt noch einmal zum tagtäglichen Schulbetrieb. Vor zwei Wochen habe ich an einer Mahnwache in Kelkheim teilgenommen. Hier kam es im Rahmen des CSD zu einem queerfeindlichen Übergriff. In derselben Woche wurden zwei queere Menschen auf der Elefantengasse in Frankfurt brutal zusammengeschlagen. Auch in Darmstadt, Marburg und jüngst in Kassel gab es dokumentierte queerfeindliche Übergriffe. Wir sehen, Queerfeindlichkeit ist bei uns in Hessen leider keine Seltenheit mehr. Das zeigen auch die Antworten der Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion zu Straftaten gegenüber queerer Menschen. Und ich bin erschrocken über die Antwort der Landesregierung. Denn der aus 2017 beschlossene Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt scheint hier wohl nur Imagepapier und scheinheiliges Lippenbekenntnis zu sein. Wie sonst könnten denn auf der einen Seite der Anstieg von dokumentierten Straftaten um das Fünffache stehen und auf der gleichen Seite die Landesregierung keinen Handlungsbedarf sehen. Keinen Handlungsbedarf in der Aufstockung von LSBTIQ-Ansprechpersonen zu hauptamtlichen Stellen und keinen Handlungsbedarf im Bereich der Staatsanwaltschaft und generell in der Justiz. Wir leben hier in Hessen, und ich muss Angst haben, wenn ich mich in der Öffentlichkeit als ganz normaler Mensch zeigen möchte. Und das habe ich kein Verständnis für. Verdammt noch einmal, warum muss denn erst ein Attentat der Auslöser sein, um das Thema zu bearbeiten? Aber
meine sehr verehrten Damen und Herren, das spiegelt doch die Arbeit von CDU und Grünen wider. Die CDU sieht man so gut wie auf keinem CSD, und die Grünen verteilen eher bunte Einhörneraufkleberchen. Aber das Grundproblem angehen, das wollen sie nicht. Gestern durfte man lesen, dass die Polizei in Frankfurt die Präsenz erhöht und lässt die Fälle des Staatsschutzkommissariats bearbeiten. Klasse. Ich hoffe nur, dass das nicht nur eine Eintagsfliege über das CSD-Wochenende ist, sondern landesweit ausgeweitet wird. Und weiter, wann kommt denn die dringende Novellierung des Antidiskriminierungsgesetzes? Wo ist denn die strikte Umsetzung des Aktionsplanes mit einer modernen und vielfältigen Gleichstellungs- und Gesellschaftspolitik, die queere Menschen als einen selbstverständlichen Teil ansieht, hat das leider nichts zu tun. Warum gehst du denn noch auf einen CSD? Ihr habt doch mittlerweile alle Rechte. Diese Frage wird mir regelmäßig gestellt, wenn ich als schwuler Mann auf einem CSD unterwegs bin. Und solange die südhessische Landesregierung hier die Arbeit verweigert, solange werde ich auch weiterhin auf unseren politischen CSDs in Hessen gehen müssen, beispielsweise jetzt am Wochenende in Frankfurt. Respekt. Ich komme zum letzten Satz. Respekt, Vielfalt und Toleranz zu predigen ist zwar das eine, aber handeln wäre noch viel besser. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Als nächster ist Kollege Schenk für die AfD. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, würden Sie tatsächlich Flagge zeigen, meine Damen und Herren, müssten wir hier und heute Ihre Politik der massenhaften Zuwanderung, Ihre Politik der offenen Grenzen und damit die ursächlichen Fehler, die verantwortlich für das sind, was Sie beklagen, klar im Hessischen Landtag thematisieren. Wenn Sie Flagge zeigen wollen, meine Damen und Herren, wenn Sie tatsächlich eine offene Gesellschaft wünschen, wenn Sie Vielfalt und Respekt einfordern, dann müssen Sie das zuvorderst selbst gegenüber denjenigen leben, die Sie jeden Tag denunzieren und diffamieren, damit nur keiner es wagt, Sie und Ihre Politik zu kritisieren, die verantwortlich ist für Fremdenfeindlichkeit, für religiösen Extremismus und am Ende dann auch für Anschläge wie in Oslo, die jederzeit leider auch bei uns stattfinden können. Es ist Ihre Verantwortung. Kein gleichgeschlechtlich lebendes Paar in Deutschland wird sich mehr in sogenannte No-Go-Areas trauen. Gleichgeschlechtlich lebende Menschen müssen sogar damit rechnen, wenn sie in entsprechenden Stadtteilen leben, psychisch und auch physisch angegriffen zu werden. Es ist Ihre Verantwortung. Unsere Gesellschaft verändert sich, und das drastisch. Frau Göring-Eckardt von den GRÜNEN hat sich ja darauf gefreut. Und nun siehe da, meine Damen und Herren aller Fraktionen im Hessischen Landtag, mit Ausnahme der AfD, siehe da, genau das hat auch stattgefunden, und genau das beklagen Sie heute. Aber Sie benennen es nicht. Sie negieren es, so wie Sie auch islamistischen Extremismus negieren. Davon habe ich hier heute nichts gehört. Und in unserem Land, jeder, der mit einem religiösen Hintergrund einen Anschlag begeht, ein psychisch gestörter Einzeltäter ist und Sie solche Taten möglichst schnell vergessen machen möchten und das auch hier in der Aktuellen Stunde aussparen. Es ist Ihre Verantwortung. Und so reagieren Sie in allen Politikfeldern auf die Konsequenzen Ihrer ureigenen Politik und fordern nun Respekt, Vielfalt und eine freie Gesellschaft. Meine Damen und Herren der GRÜNEN, gehen Sie einmal in hessische Schwimmbäder. Dort erleben Sie Ihre vielgepriesene Vielfalt. Dort erleben Sie eine dann doch außerordentlich freie Gesellschaft bei jenen, die sich benehmen wie die Axt im Walde und wo darüber diskutiert wird, ob es nicht Polizei in unseren Freibädern braucht. Gewalt betrifft mittlerweile weite Teile der Bevölkerung, und alle Bürger in unserem Land haben das Recht auf Frieden und Freiheit. Frage von der Alternative für Deutschland an Sie.
Wo leben wir denn eigentlich mittlerweile, und wo ist denn da Ihr eingeforderter Respekt? Die Antwort darauf ist einfach. Wir leben in einem Land, in dem die Regierungsparteien ihren Auftrag, dem Volk zu dienen, Schaden von ihm abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren, längst aufgegeben haben, gerade gegenüber Minderheiten. Es ist Ihre Verantwortung. Ja, in Hessen muss endlich Flagge gezeigt werden gegen eine intolerante und dem Volk schadende Politik seitens der hessischen Landesregierung. Es muss Flagge für die eigene Bevölkerung gezeigt werden, welche sich einen Wolf arbeitet, um irgendwie über die Runden zu kommen und sich nicht einmal mehr traut, in unsere Schwimmbäder zu gehen. Aufgemerkt, meine Damen und Herren, man muss mittlerweile mit Polizeikräften also genau jene Bürger schützen, die mit ihrer Hände Arbeit Steuern zahlen und somit sowohl die Infrastruktur in unserem Land finanzieren, als auch genau diejenigen auskömmlich unterstützen, vor denen sie geschützt werden müssen. Es ist Ihre Verantwortung. Und damit sind selbstverständlich auch die Menschen gemeint, die in welcher Form auch immer ihre Sexualität ausleben. Da gibt es nämlich keine Spaltung. Wir sind alle gleich. Das betonen Sie doch immer. Was Sie als eine freie Gesellschaft bezeichnen, ist für viele hessische Bürger mittlerweile ein Albtraum. Bestimmt durch Angstträume und erheblichen finanziellen Sorgen. Denn Ihre feuchten Transformationswünsche bedeuten Unfreiheit, besonders für Minderheiten, die Sie schützen möchten. So ist es Zeit, Flagge zu zeigen für die Bürger Hessens, die für ihre Grundrechte auf die Straße gehen. Es ist Zeit, Flagge gegen Ihre linke Politik zu zeigen, welche uns immer mehr in den Sozialismus führt und die gesamte Bevölkerung verarmen lässt. Das, was Sie Transformation nennen, ist eine politisch gewollte Verarmung der Bürger unseres Landes. Es ist Zeit, Flagge zu zeigen für ein Land der Freiheit und Vielfalt, in welches sich integriert werden muss und dies als eine Bringschuld angesehen wird. Es ist Zeit, Flagge zu zeigen, überall dort, wo Deutsche benachteiligt werden, wo deutsche Kinder in den Schulen als Kartoffeln und Ähnliches an Spott und Häme über sich ergehen lassen müssen. Und das im eigenen Land. Von dieser Form des Rassismus hören wir von Ihnen nichts. Es ist aber Ihre Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Ich darf die AfD bitten, mich aufzuklären. Ich hatte eigentlich aufgerufen, Herrn Schenk, und jetzt kam Herr Richter, was aber nicht schlimm ist, weil er hat auch einen Zettel abgegeben. Aber damit ist das Kontingent der AfD jetzt beendet. Einfach, ich wollte es ja nur wissen, nicht, dass es nachher noch eine Rüge des Präsidenten gibt. Als nächstes hat Wiebke Knell das Wort für die FDP-Fraktion. Ja. Ja, ich musste erst runterfahren. Das dauert. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle sind betroffen von dem Anschlag in Oslo. Vielleicht die AfD nicht, aber der Rest des Hauses ist betroffen. Und das ist meine Interpretation Ihrer Rede. Vor etwas mehr als zwei Wochen, am 25. Juni, starben zwei Menschen. Viele weitere wurden verletzt. Das Anschlagsziel war ein queerer Nachtclub. Die Opfer wurden aufgrund ihres Bezugs zur queeren Community ausgewählt. Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz klar sagen, wir trauern nicht nur mit den Angehörigen der Opfer. Als Freie Demokraten ist es für uns auch inakzeptabel, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen oder Geschlechtsidentität Opfer von Gewalt werden. Wir treten ein für eine offene, freie Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch so entfalten und lieben kann, wie es einem selbst beliebt, die von den Werten des Respekts, der Vielfalt und der Toleranz geprägt ist. Und dazu gehört es selbstverständlich auch, die sexuelle und Geschlechtsidentität anzunehmen oder zu wählen, mit der man sich wohlfühlt. Und deshalb stehen wir solidarisch an der Seite von lesbischen, schwulen, bisexuellen, intertrans, sexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen. Wir wollen auch alles unternehmen, um ihre Rechte zu stärken. Solidarisch an der Seite der queeren Community und all derjenigen, die aufgrund ihrer sexuellen oder Geschlechtsidentität diskriminiert werden, zu stehen, bedeutet für uns jedoch auch, dass es nicht reicht, nur Flagge zu zeigen. Wir müssen handeln.
Erst vor wenigen Tagen, wir haben es schon gehört, wurde in der Frankfurter Innenstadt ein Mann, der zusammen mit seinem Freund unterwegs war, von einem Unbekannten angepöbelt und dann ins Gesicht geschlagen. Leider müssen wir also nicht nach Oslo schauen, um auf diese Art der Gewalt aufmerksam zu werden. Sie findet direkt vor unserer Haustür statt. Und unsere oberste Aufgabe ist daher, die Opfer, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität zum Ziel von Gewalt werden, zu beschützen. Wir müssen sicherstellen, dass sie sich wieder sicher fühlen und dass die entsprechenden Straftaten konsequent erfasst, verfolgt und aufgeklärt werden. Und da würde ich mir doch wünschen, dass die Landesregierung etwas selbstkritischer ist. Ja, es gibt den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, aber das ist eben nicht genug. Und im Übrigen auch nicht die 1 Million €, die zur Verfügung stehen. Es braucht so viel mehr, aber ich will Ihnen gerne zwei Aufgaben auftragen. Als erstes ist da die Polizei zu nennen. Die Polizei muss in ihrer Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit Straftaten, die in Bezug zur sexuellen oder Geschlechtsidentität stehen, aktiv berücksichtigen. Ich freue mich, dass heute die Polizei auch getwittert hat, dass sie verstärkten Einsatz am Wochenende in Frankfurt dann machen wird. Das ist nötig, leider. Ermittlungsdienste sind für Straftaten, die in Bezug zu sexueller Identität stehen, außerdem zu schulen. Denn die Polizeikräfte benötigen einheitliche Regeln für beispielsweise Durchsuchungsmaßnahmen, und zwar nicht nur zu ihrer eigenen rechtlichen Absicherung, sondern auch zum Schutz von den Betroffenen. Betroffene müssen Vertrauen in die Polizei haben, sich dort auch gut aufgehoben fühlen. Und es braucht auch Ansprechpersonen für queere Beschäftigte bei der Polizei selbst. Das hat erst Anfang Mai auch der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Hessen gefordert. Und da frage ich mich schon, warum passiert denn hier nichts, Herr Innenminister? Wo ist er denn eigentlich? Die Zahl der Straftaten gegen queere Menschen ist in Hessen in jüngster Zeit gestiegen. Ich verweise da auch auf die Kleine Anfrage der Kolleginnen und Kollegen der SPD. Es besteht also auf jeden Fall sehr viel Handlungsbedarf. Und zweitens geht es mir auch um das Thema Schule. Hier sind Lehrkräfte zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche sollte ein respektvoller Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt vermittelt werden. Erst letzten Sommer habe ich dazu, da darf ich den Kultusminister freundlich daran erinnern, nachgefragt. Und die Antwort auf meine Kleine Anfrage war, wenn ich das diplomatisch formulieren darf, eher knapp gehalten. Allerdings kündigte der Minister darin auch eine Broschüre zum Thema Trans und Schule an, die vom Minister für Soziales und Integration dann vorbereitet werden sollte. Wie steht es denn um diese Handreichung? Ich habe da jetzt noch nichts mitbekommen. Also, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, sehr geehrter Herr Minister Klose, zeigen Sie bitte mehr als nur Flagge, lassen Sie Ihren Worten endlich auch Taten folgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Schad reist aus dem sehr entfernten aus dem Main-Kinzig-Kreis an. Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist bereits angeklungen, der Anschlag von Oslo war ein schlimmer Angriff auf die freiheitlichen Gesellschaften der westlichen Welt. Und auch im Namen der CDU-Fraktion möchte ich deshalb den Angehörigen und Freunden der beiden Verstorbenen sowie des schwer verletzten Opfern dieses Attentats unsere Anteilnahme ausdrücken. Ganz bewusst hat ein mutmaßlich islamistisch motivierter Täter auf Menschen geschossen, die einfach nur feiern und sich am nächsten Tag beim CSD für ihre Rechte und gegen Hass, Gewalt und Diskriminierung einsetzen wollten. Dies macht nachdenklich. Unsere Gesellschaft hat einen beachtlichen Prozess hinter sich. Weg von der Verengung auf vorgegebene Lebensformen hin zur Akzeptanz vielfältiger Lebensentwürfe. Und Obersatz dieses Prozesses ist es, dass jeder Mensch selbstbestimmt leben kann. Wir wollen die persönliche Freiheit für jeden in den Grenzen des Grundgesetzes. Dies wollen wir als Gesellschaft ganz bewusst, weil wir spüren, dass es sich in einer freien Gesellschaft am besten leben lässt. Die freie, liberale Gesellschaft ist das erstrebenswerte Modell. Mit den Mitteln des Rechtsstaats verteidigen wir sie gegen all jene, die glauben, uns in finstere Zeiten zurückdrehen zu können. Und dazu zählt ganz klar der militante Islamismus, für den in Hessen kein Platz ist.
Und mit Blick auf die Kollegen der AfD will ich das vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Kein Platz ist aber auch für Menschen, die aus rechtspopulistischen Motiven glauben, hier die Situation zu negieren. Und Kollege Richter, es ist schon abenteuerlich. Sie haben wirklich genutzt diesen Tagesordnungspunkt, der sich eigentlich um die Problematik von queeren Menschen drehen sollte, um Ihr rechtspopulistisches Narrativ hier vorzutragen. Und das ist genauso unanständig an der Stelle. Kolleginnen und Kollegen, im zurückliegenden Jahr ist die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Identität bundesweit, und das möchte ich hier an der Stelle auch noch einmal betonen, weil das eine Verengung auf die Landespolitik ist, bundesweit um 66% gestiegen. Und diese Zahl macht deutlich das Ziel unserer Gesellschaft, nämlich, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Identität in unserem Land sicher und frei leben kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Und dieses Ziel müssen wir aber behaupten, und hier ist Hessen an vielen Fronten aktiv. Durch gute Aufklärungsarbeit, durch Prävention und dort, wo es nötig ist, auch mit Repression. Und daran halten wir auch fest. Hessen hat im Einsatz für Akzeptanz und gleiche Rechte in den letzten Jahren viel getan. Und ich denke, das hat ja auch der Kollege Martin schon ausgeführt, da können sich die Bilanz, die wir hier vorgelegt haben, wirklich sehen lassen. Und es wäre auch schön, wenn der eine oder andere aus der Opposition das anerkennen würde. Sie, Herr Schneider, haben sich ja wirklich darauf eingelassen, die Debatte komplett auf die parteipolitische Schiene zu überführen. Und das finde ich schade. Es ist bereits angeklungen, der Aktionsplan für Toleranz und Vielfalt, in dem wir mittlerweile 1 Million € in ein diskriminierungsfreies Leben aller Menschen in Hessen investieren. Da wird der Sozialminister sicherlich auch noch ein paar Worte sagen. Auch die Polizei hat aufgerüstet, um Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung durch spezielle Ansprechpartner in den Polizeipräsidien besser verfolgen zu können. Kollegin Knell, wir nehmen hier bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Und hinzu kommt der starke Einsatz Hessens gegen Hass, Hetze und Diskriminierung jeglicher Art. Wir wissen nicht erst seit dem Anschlag auf unseren Freund Walter Lübcke, wie schnell aus Worten Taten werden können. Mit dem Meldesystem Hessen gegen Hetze gehen wir deshalb konsequent gegen Hasskriminalität vor. Bis Anfang des Jahres wurden bereits über 4.000 Fälle gemeldet. Über 40% wurden an die Staatsanwaltschaften weitergegeben. Und damit machen wir deutlich, den Kampf gegen all jene, die meinen, durch Hass, Hetze und Diskriminierung unsere Gesellschaft spalten und andere ausgrenzen zu können, den nehmen wir sehr ernst. Und dort, wo es den strafrechtlichen Bereich betrifft, gehen wir konsequent dagegen vor. Und an der Stelle möchte ich das auch noch einmal sagen, ein ganz herzliches Dankeschön an Eva Kühne-Hörmann und an Peter Beuth für ihren Einsatz in den letzten Jahren an dieser Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zu befürchten, dass es auch zukünftig Rückschläge geben wird. Aber an einem Ziel, an unserem Ziel, halten wir unbeirrt fest. An einem Hessen, in dem alle Menschen sicher und frei leben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schad. Wortmeldungen aus den Fraktionen liegen nicht mehr vor, sodass der Kollege Klose für die Staatsregierung nunmehr das Wort hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist 6 Jahre her, dass es Terroranschläge auf das PULS in Orlando, Florida, gegeben hat. Und vor wenigen Wochen ist erneut ein gezielter terroristischer Anschlag auf einen etablierten Treffpunkt der LGBTIQ-Community verübt worden. Das London Pub in Oslo ist, das darf ich in diesem Fall aus eigener Erfahrung sagen, ein Schutzort der Vielfalt. Und es ist ein sicherer Hafen für alle, die aufgrund ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität Ablehnung und Ausgrenzung erfahren. Diese Tat ist menschenverachtend. Der Täter wollte nicht nur großmögliches menschliches Leid verursachen. Er hat das Leben und die körperliche und seelische Unversehrtheit unschuldiger Menschen für seinen Angriff auf auch unsere Grundwerte geopfert. Er hat sein Anschlagsziel bewusst gewählt als Kampfansage gegen unsere tiefe Überzeugung von der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und deshalb habe ich den Organisatorinnen der Oslo Pride noch am Morgen nach dem Anschlag meiner persönlichen Anteilnahme und Solidarität versichert.
11 Jahre nach den rechtsextremen Terroranschlägen in Oslo und auf Utøya sind die freiheitlichen Werte der offenen norwegischen Gesellschaft damit erneut auf niederträchtige Art und Weise angegriffen worden. Und im Wissen auch um das staatliche Unrecht, das lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen wie allen queeren Menschen auch in unserem Land angetan worden ist, gestaltet diese Landesregierung ihre Politik gemeinsam und auf Augenhöhe mit der queeren Community. Und genau dafür steht auch der zweite große Beteiligungsprozess, um den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt weiterzuentwickeln. Gesellschaftlicher Wandel und eine stabile Wertebasis brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Das ist unsere feste Überzeugung. Und deshalb fördern wir in Hessen mit mehr als 1 Million € pro Jahr Projekte und Fachstellen aus der queeren Community. Wir stärken so nicht nur die zivilgesellschaftlichen Strukturen, wir fördern auch den Transfer der Fachexpertise, die einfach dort ist, in der Community, in die Regelstrukturen und eben auch umgekehrt. Und da wir über den Aktionsplan sprechen, ich möchte Sie da direkt ansprechen, lieber Herr Schneider. Ich hätte schlicht die Bitte, wenn Sie Vokabeln wie scheinheilig für das verwenden, was wir hier seit mehr als 8 Jahren in diesem Bereich auf den Weg bringen, dann machen Sie sich vielleicht vorher ein bisschen über die Fakten schlau. Ich will das auch wirklich ganz persönlich anbieten, will Ihnen da geschwisterlich die Hand reichen, denn wir hatten in diesem Themenfeld über weite Teile des Landtags, jedenfalls was die Ziele angeht, eine große Einigkeit. Und mir wäre daran gelegen, das auch fortzusetzen. Deshalb will ich nur kurz auch sagen, ja, es gibt in der Tat mehr Anzeigen, die eindeutig in diesem Bereich zuzuordnen sind. Das kann zum einen darauf zurückzuführen sein, dass es bedauerlicherweise mehr solcher Vorfälle gibt. Es kann aber auch daran liegen, dass die Furcht der Community vor dem Staat, der Zusammenarbeit mit Polizeibehörden, die historisch durchaus Ursachen hat, dass die auch abgenommen hat, dass das Vertrauen in die Behörden gestiegen ist und dass deshalb die Schwelle, dann auch eine solche Straftat zur Anzeige zu bringen, gesunken ist. Das könnte auch sein, und deshalb müssen wir hier ganz genau hinschauen, meine Damen und Herren. Menschenfeindliche Ideologien richten sich nicht auf einzelne Persönlichkeitsmerkmale. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Rassismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit eine gemeinsame Wurzel haben. Sie sind allesamt Ausdruck gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und wir erleben diese Menschenfeindlichkeit leider auch in Hessen. Es ist schmerzhaft, sich das auch immer wieder eingestehen zu müssen. Aber trotzdem dürfen wir nicht einen Moment unsere Augen davor verschließen. Es sind eben nicht nur die schrecklichen Anschläge von Utøya, Orlando oder Oslo, es sind auch die von Hanau. Es sind auch die rassistischen, antisemitischen und queerfeindlichen Übergriffe, die die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Sicherheitsbedürfnis so vieler Menschen beeinträchtigen. Und meine VorrednerInnen haben es eben auch angesprochen. Auch in Hessen ist es in den letzten Monaten zu Angriffen auf queere Personen gekommen. Den dabei Verletzten gilt unsere Solidarität. Wir sehen euch und wir wünschen euch baldige Genesung. Herr Staatsminister. Und das auch zu benennen, das muss Teil unserer kritischen Auseinandersetzung sein. Das gehört dazu. Wir dürfen aber auch beim Benennen nicht stehen bleiben. Und deshalb danke ich dem hessischen Innenminister und der Frankfurter Polizei dafür, dass sie mit einem verstärkten Präsenz- und Schutzkonzept reagieren und auch ihren Einsatz beim CSD am Wochenende noch einmal anpassen, damit sich solche verachtenswerten Taten nicht wiederholen.
Deshalb und abschließend noch einmal ganz klar und unmissverständlich: In Hessen ist kein Platz für Rassismus und Antisemitismus. In Hessen ist kein Platz für Homo-, Bi-, Trans-, Inter- und Queerfeindlichkeit. Wer diesen Weg einschlägt, der stößt auf unseren entschiedenen Widerstand. Dieses Land steht für Respekt, für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und für eine Gesellschaft, in der alle Menschen angstfrei und gleichberechtigt leben können. Und ich freue mich, dass ich diese Grundbotschaft jedenfalls weiter Teile dieses Landtags mit zur Eröffnung des Frankfurter CSDs am Samstag nehmen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Da ich keine Wortmeldungen mehr sehe, muss ich auch nicht auf die Redezeit hinweisen. Damit ist der Tagesordnungspunkt erörtert. Und die Fraktion der Linke, die Linke, bittet darum, dass der Antrag 8686 in den SIA überwiesen wird. Ich unterstelle einmal, dass das die Mehrheit des Hauses genauso sieht. Damit ist es so geschehen.